Das, was zensuriert wird, wird hier unzensuriert gesagt. Ja? Wenn die Medien schweigen, dann wird AZK schreien. Die AZK fördert den Aufbau eines freien und unabhängigen Informationsnetzes, dessen Inhalte von fachkundigen Referenten, kompetenten Publizisten und Journalisten beweisgewaltig dokumentiert werden. AZK-Multithemenkonferenzen bieten die Möglichkeit, das Kontra zum Standpunkt der in den Medien verbreiteten Meinung zu hören. Das Volk wird medienverblödet, das Volk wird medienverdummt. Die AZK garantiert die Möglichkeit zur Bildung einer vom Mainstream unabhängigen, freien Meinung. Erster Rat, Fernsehen abschalten. Zweiter Rat, das Tralala aufhören und sich Gedanken machen. Die AZK kann zwar keine unfehlbaren, gewiss aber unzensierte Beiträge garantieren. Die AZK ist keinem Bekenntnis außer dem freien Informationsrecht verpflichtet. Ivo Sasek appelliert an die gesunde Intuition und Mündigkeit einer gebildeten Gesellschaft. Jeder Mensch hat eine intuitive Gabe, Wirkliches von Unwirkliches zu unterscheiden, kann er aber nur, wenn er Wirkliches und Unwirkliches nebeneinander hört. Und darum müssen wir hören. I spent 32 years in the army. Das heißt, letzten Endes kühlt CO2. I find it difficult to even think or imagine that such a thing. Because I have spent 35 years of my life working in the pharmaceutical industry. Was diese hochrangigen Experten sagen, gilt es zu erwägen. Denn fast in jedem Fall geht es im Endeffekt um einen sich anbahnenden Genozid. Die Zukunft hat schon begonnen. Denn es geht letztlich um die Reduzierung der Weltbevölkerung. Wir sehen unglaublich viele Zitate von der globalen Elite, wo sie eben sagen, wir wollen die Weltbevölkerung reduzieren auf 500 Millionen Menschen. Das Kriegsministerium in Amerika hat nämlich eines sehr deutlich festgestellt, dass die Gentechnik ein sehr preiswertes Massenvernichtungsmittel ist und wirkungsvoller als eine Atombombe. They also kill more people than the wars we have in the world. You're part of 90% of the human race that is designed to die. Das volle Informationsrecht auf unterdrückte Themen wird den Teilnehmern der AZK nicht vorenthalten. Dies löst das rege Interesse an diesen Anlässen aus. Also ich habe noch nie sowas gesehen. In diesem umfassenden Rahmen vor allem. Ich habe hier mehr Vertrauen in solche Sachen, weil wirklich jeder sagen darf, was er denkt. Aufklärung. Schlichtweg Aufklärung. Meine Güte, was ist ja die Hölle los? So viele Leute, die sich für alternative Nachrichten interessieren, da müssen wir auch hin. Ich kann Sie nur bitten, sich einzumischen. Erst nach sorgfältiger Anhörung von Pro und Contra ist man in der Lage, sich ein eigenes Bild zu machen. Dabei geht es um existenziell wichtige Themen, die unsere Gesellschaft als Gesamte betreffen. Die Schnurlostelefone, die Sie zu Hause haben, die sind brandgefährlich und Leidtragende sind eigentlich die Kinder, die vom Mutterleib an bereits die Strahlung abbekommen. Sollten alle Menschen auf die Idee kommen, ihre Schulden zu bezahlen, es gäbe kein Geld mehr. They're not interested in curing any disease you may have. They're more interested in making you get diseases. Die Menschen haben ein Recht auf Stimmen und Gegenstimmen. Es hat mir noch niemand bis jetzt in all diesen Jahren, das sind jetzt fast 20 Jahre, dass ich mich damit befasse, hat mir noch niemand das Gegenteil beweisen können. Es gibt keine einzige Impfung, die wo auch nur für wenige Stunden imstande ist, uns, unsere Kinder oder unsere Tiere überhaupt vor einer Krankheit zu schützen. Keine einzige Impfung. Es gibt keine krankmachenden Viren.
Es wird immer wieder behauptet, dass es AIDS-Viren gibt, Mumpf-Viren, Röteln-Viren und so weiter. Aber es ist bis zum heutigen Tage von keinem einzigen Forscher weltweit auch nur ein einziges krankmachendes Virus entdeckt worden. Glauben Sie mir nichts, ich habe das am Anfang gesagt, überprüfen Sie es. Der weltberühmte Lektinforscher Arpad Puste hat am schottischen Robert-Institut nachweisen sollen, dass die Gennahrung absolut ungefährlich ist. Dann hat er das Lektin gentechnisch verändert an Ratten probiert und in kurzer Zeit hatten die kleinere Hirne, kleinere Hoden und eine kaputte Leber. Glauben Sie, die haben die Forschung weitergetrieben? Oh nein! Die Forschungsunterlagen wurden beschlagnahmt, der Wissenschaftler wurde gefeuert, die Firma Monsanto hat eine großzügige Spende an das Robert-Institut geschickt und der Blair hat den Direktor angerufen und er war weg vom Fenster. Der amerikanische Staat und seine Bürger geben pro Sekunde $45,000 mehr aus, als sie selbst erwirtschaften. But what they didn't figure on was that this drug had the side effects, which, by the way, before it came out, they had hidden under the table the clinical results of these side effects. Auf über 600 Seiten fassen Wissenschaftler 2000 Studien zu elektromagnetischen Feldern zusammen. Sie kommen zu eindeutigen Ergebnissen, beziffern sogar das Hirntumorrisiko von langjährigen Nutzern. Nach mehr als 10 Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20-200%. Wir haben das ja alle gesehen. So einen schrecklichen Anschlag, der auch noch im Fernsehen gezeigt wird, sowas gab es noch nie. Also alle diese fatale Politik hätten wir ohne 9/11 nicht. Und deshalb muss man 9/11 aufklären. Das ist Controlled Demolition. Sicher weten. Sicher weten. Das ist nachgesprungen. Das ist in Obdracht gebeurd. Das hat ein Team gedaan von Experts. Howard Dean recently seemed to muse aloud whether you had advanced knowledge of 9/11. Yeah. Look, there's time for politics. And you know, it's time for politics and it's an absurd insinuation. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Den Terror selber in die Welt gebracht, oh yeah! 9/11 ist letztendlich nur die Speerspitze oder sagen wir besser die Spitze des Eisberges. Existenziell wichtige, von den Medien unterschlagene Informationen werden in fundierten Referaten mit beweisgewaltigen Dokumenten aufgegriffen. Heute kann ich stichhaltig beweisen, dass von den 1,5 Billionen Staatsverschuldungen 500 Milliarden fiktiv sind. Die gab es gar nicht. Keine Bank verleiht Geld. Banken vergeben Kredite. For instance, fluoride in water. It's not really good for your teeth, is very bad for your bones, creates all kinds of neurological problems, but it helps to make you infertile. Formaldehyd ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten. Das ist der Stoff, den die Möbelhersteller schon lange nicht mehr in die Möbel einbauen dürfen, weil man weiß, dass wenn ich zwischen diesen Möbeln lebe und das einatme, dass das krebserregend ist. Aber unseren 2 Monate alten Kindern darf ich diesen Stoff ungeschützt einfach so in den Körper hineinspritzen. 98% von diesen Inhaltsstoffen sind reine Nervengifte. Food designed to kill you. Es findet schon seit Jahrzehnten ein Krieg statt über unseren Köpfen. Mit der Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit sollte das neue Menschenbild Gender erschaffen werden. They punish you and then they kill you. Das ist vorsätzliche Verseuchung von ganz Europa. Die Schnurlostelefone, die Sie zu Hause haben, die sind brandgefährlich. Was soll Genik? Der Staat entscheidet, wer lebt und wer nicht. Today you are already in a war. Die wollen nicht unser Geld. Die wollen unsere Seele. Aber die normale Story, die uns erzählt wird über Tschernobyl, ist falsch. Weil keiner mehr nachwachsendes Korn hat, dass wir der größten Hungersnot der Welt entgegengehen. Roundup tötet jede Pflanze, ausnahmslos. That stop killing our children. And if the government decides what must go into your body or may not, you are a slave. Wenn wir das zulassen, bedeutet es die Versklavung und Verknechtung
ganz Europas. Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, sich mit solchen Fachstimmen zu konfrontieren, um diese von den Medien unterdrückten Informationen zu untersuchen. Denn wenn es stimmt, was diese Referate belegen, dann müssen die Drahtzieher dieser Machenschaften bloßgelegt und haftbar gemacht werden. Wo immer Zeugenaussagen einen Genozid anzeigen und die Staatsanwaltschaft die Genozidtreiber nicht dingfest macht, so ist dies ein Vergehen, das nicht verjähren kann. Ein erster Vorbote, warum es sich lohnt, diese Referate zu hören: Sie sind kostenlos.